Es ist 19:30, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Massenproteste gegen Regierungschef Netanyahu auf Israels Straßen. Wie sehr bringt ihn das zusätzlich unter Druck? Dazu eine Live-Schaltung nach Tel Aviv. Schwere Niederlage für den türkischen Präsidenten Erdogan bei den Kommunalwahlen. Worauf ist der Erfolg der Opposition zurückzuführen? Der Pate ist 100. Marlon Brando hier in seiner Paraderolle kam vor 100 Jahren auf die Welt. Warum wurde er zum Vorbild so vieler nach ihm? Der Sturm schwächt ab, der Wind bleibt aber kräftig und bringt kühleres Wetter. Immer größer wird der Druck auf Israels Regierungschef Netanyahu. Menschen protestieren auf den Straßen, ultraorthodoxe Koalitionspartner stellen ihn vor eine Zerreißprobe und die internationalen Partner kritisieren das militärische Vorgehen. Was den letzten Punkt betrifft, so vermeldet Israel einen kleinen Rückzug. Nach der Tötung von mehr als 200 Hamas-Kämpfern im Al-Shifa-Spital rückt die israelische Armee von dort ab. Die Hamas soll in dem Krankenhaus Kampf- und Kommandostellungen betrieben haben. Es sollte ein Ort der Heilung sein, der Zuflucht, ein Ort der Sicherheit. Doch das Al-Shifa-Spital ist zum Kriegsschauplatz geworden. Auf dem Gelände liegen zahlreiche Leichen, mehrere Gebäudeteile sind ausgebrannt. Hamas-Kämpfer hätten sich etwa in der Notaufnahme und der Geburtenstation verbarrikadiert, so das israelische Militär. Etliche Patienten werden durch die Gefechte zu Gefangenen. Wir hatten kaum etwas zu essen, klagt er, auch keine Medikamente. Rund um die Uhr gab es Explosionen. Wir konnten nicht schlafen, hatten nur Angst. Israels Regierung dagegen spricht von einem Paradebeispiel für urbane Kriegsführung. Der Einsatz sei präzise und chirurgisch durchgeführt worden. Einen chirurgischen Eingriff an der Regierungsspitze wünschen sich Zehntausende Israelis. In Jerusalem fordern sie schon gestern den Rücktritt Premier Netanyahus. Diese Regierung hat völlig versagt, meint sie, sie wird uns in den Abgrund führen. Darum wird auch heute protestiert, die Geiseln freizubekommen, den Krieg zu beenden. Das traut man Regierungschef Netanyahu nicht mehr zu. Man traut da unter dem protestierenden Premier Netanyahu nicht zu, Sicherheit zu schaffen und die Geiseln zu befreien. Nikolaus Wildner in Tel Aviv, welche Auswirkungen können denn diese Demonstrationen auf Netanyahus Verbleib in der Regierung haben? Es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass die Demonstrationen noch irgendetwas bewirken können, bevor das israelische Parlament kommenden Sonntag in die Frühlingspause geht. Aber das ist genau die Art von Überlegung oder Einschätzung, von der mittlerweile Zehntausende Israelis nichts mehr hören wollen. Sie werfen Premier Netanyahu vor, dass er sich seit Monaten von Frist zu Frist rettet und dabei immer nur das eigene politische Überleben vor Augen hat und nicht das Wohl der Allgemeinheit oder die Befreiung der Geiseln aus dem Gazastreifen. Und deswegen fordern sie jetzt wieder lautstark, trotz des laufenden Kriegs in Gaza, sofortige Neuwahlen. Es wird wahrscheinlich darauf ankommen, wie groß diese Bewegung in den nächsten Tagen noch wachsen kann. Seit Tagen stand Netanyahu auch unter Druck der Ultraorthodoxen, die weiterhin nicht Militärdienst leisten wollen. Da galt der 1. April, also heute, immer als Lostag. Kann man sich da politisch darüber hinwegturnen? Netanyahu wird das wahrscheinlich zumindest versuchen. Es wirkt so, als ob Premier Netanyahu und auch seine ultraorthodoxen Koalitionspartner sich auf das Prinzip verlassen, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Die Rekrutierung zum Armeedienst junger ultraorthodoxer Männer ist vollkommenes Neuland in Israels Politik und Gesellschaft und auch im Sinne der ohnehin schon angeschlagenen gesellschaftlichen Lage in Israel. Vernimmt man hier dieser Tage, dass das oberste Gericht und dass der Staat versuchen wird, diese Regelung, die ab heute in Kraft tritt, langsam und behutsam durchzusetzen. Netanyahu könnte darin eine Gelegenheit sehen, aber die Generalstaatsanwältin hat schon gesagt, sie ist nicht bereit, irgendwelche Tricks hinzunehmen, die den Rechtsstaat umgehen würden. Also auch wenn die Regierung nicht unmittelbar zusammenbrechen dürfte, darin liegt noch sehr viel Sprengkraft in Israels Innenpolitik für die kommenden Wochen. Vielen Dank, Nikolaus Wildner in Tel Aviv. Und wir kommen jetzt in die Türkei, wo Präsident Erdogan eine schwere politische Niederlage hinnehmen muss, und zwar bei den Lokalwahlen am Wochenende. Sie waren für die oppositionelle CHP ein großer Erfolg, sogar im Land, wo man nicht davon ausgegangen ist. Und vor allem in den großen Städten, dort konnten sich die Bürgermeister behaupten, etwa in Istanbul, von wo Katharina Wagner berichtet.
In Istanbul wird gestern gefeiert. Ekrem İmamoğlu hat die Stadt noch einmal für die Opposition gewonnen, mit einem Vorsprung von 11 Prozentpunkten. Die Republik und die Demokratie wollen, dass wir volle Kraft vorausgehen. In Ankara gewann der Oppositionskandidat mit einem Vorsprung von fast 30 Prozent. Im ganzen Land jubeln Anhänger der türkischen Opposition. Das Ergebnis ist gut für alle. Hoffentlich gewinnen wir auch die nächsten nationalen Wahlen. Für Präsident Erdogan ist es der größte Rückschlag seiner politischen Karriere. Dennoch spricht er gestern Nacht von einem Sieg der Demokratie und fügt hinzu: Wir werden die Ergebnisse dieser Wahlen innerhalb unserer Partei offen und selbstkritisch analysieren. Für die Oppositionspartei CHP ist es der größte Wahlerfolg seit Jahrzehnten. Die CHP regiert nach den gestrigen Lokalwahlen weit mehr Städte als Erdogans AKP. Darunter nicht nur die 5 größten Städte des Landes, sondern auch AKP-Hochburgen wie etwa die Stadt Adıyaman im Erdbebengebiet. Mit diesem massiven Wahlsieg ist es der Partei gelungen, sich einen festen Platz als ernsthaftes Gegengewicht zu Erdogans AKP für die nächsten Jahre zu sichern. In Deutschland ist seit heute Cannabis für Erwachsene legal. Nach heftigen Debatten hat sich die Regierung zu einer Teillegalisierung durchgerungen. Das heißt, dass Volljährige Cannabis in begrenzter Menge besitzen, konsumieren und auch anbauen dürfen. Eine neue Freiheit, an der auch Kritik geübt wird, die aber von zahlreichen in Berlin einmal ausgiebig gefeiert wurde, wie jetzt Andreas Pfeiffer berichtet. Countdown zu einem ziemlich berauschenden Fest. Zur Mitternacht wurde vor dem Brandenburger Tor der Beginn der neuen deutschen Zeitrechnung des legalen Cannabiskonsums gefeiert. Ob du dir die Birne wegsäufst oder kiffst, es macht keinen Unterschied. Wir brauchen keine Restriktionen. Ich glaube, es wird für persönlich so ein bisschen Freiheiten schon haben. Ne? Man fühlt sich nicht mehr so unter Druck gesetzt oder muss sich immer verstecken. Wer erwachsen ist, darf abseits von Schulen und Kindergärten mit 25 Gramm Cannabis unterwegs sein, zu Hause 50 Gramm pro Monat lagern und überdies 3 Pflanzen pflanzen. Der Schwarzmarkt wird immer größer. Wir haben eine Verdopplung der Zahl der Drogentoten in den letzten 10 Jahren gehabt. So konnte es nicht weitergehen. Ich war jahrelang auch gegen eine Cannabis-Legalisierung, aber die Studienlage zeigt, wir brauchen hier ein neues Angebot. Ich habe so viele Menschen gesehen, die durch Drogenmissbrauch so schwer erkrankt, so schwer geschädigt worden sind, dass sie nie wieder in ihr Leben zurückgefunden haben. Und ich habe mit so vielen Ärzten gesprochen, die davor gewarnt haben, diesen Weg zu gehen. Die Polizei kann sich nicht vorstellen, wie sie das Kiffen nach Regeln künftig kontrollieren soll. Auch für sie eröffnet sich nun eine neue Bezugsquelle der Entspannung. In der österreichischen Innenpolitik steht kommende Woche neulich ein U-Ausschuss im Blickpunkt, diesmal jener, in dem die Corona-Hilfen durch die dafür gegründete COFAG untersucht werden. Spannend vor allem eine Steuerkonstruktion des Investors René Benko für sein luxuriöses Chalet N in Lech am Arlberg. Das Chalet N in Lech. Es war einmal ein relativ einfacher Gasthof, ehe es René Benko zur luxuriösen Bleibe ausgebaut hat. Offizielles Hotel, auf Buchungsplattformen aber nur zu astronomischen Preisen angeboten, was den Verdacht schürte, es war einzig Benkos privates Wochenenddomizil. Für den Untersuchungsausschuss nebensächlich geht es jedoch nicht um Raumordnungs-, mehr um Steuerfragen. Und die sind auch in diesem Fall ominös. Das Chalet N gehört der Muxelberg Gasthof GmbH. Sie vermietet 2014 das Anwesen mit 10 Gästezimmern an die Signer Luxury Collection GmbH um 120.000 Euro pro Monat. Doch die zahlt spärlich. Bis 2019 kommen fast 5,9 Millionen Euro an Mietrückständen zusammen. Die Besitzerfirma kündigt nicht, sie schreibt Verluste ab, zahlt weniger Steuer, verrechnet der anderen Gesellschaft aber keine Zinsen. Die hätten die Verluste um 140.000 Euro minimiert, womit die Steuerlast gestiegen wäre.
Schon beim letzten Urschusstag rechnete ein Finanzprüfer vor, dass Benkos Steuerkonstruktion für seinen Privatjet den Steuerzahler 9 Millionen Euro gekostet hat. Am Mittwoch sollen nun drei Finanzbeamte die Vorgänge rund um Chalet N erklären. Das neue ORF-Gesetz, das mit Jahreswechsel in Kraft getreten ist, bringt vielen Haushalten nicht nur bis zur Hälfte geringere Kosten für die täglichen ORF-Programme in Fernsehen, Radio und online. Es bringt auch mehr Transparenz. Und diese Transparenz kann Akzeptanz und Vertrauen auch für das Personal im ORF bringen. Die Gehälter sind durch die niedrigsten Gehaltsabschlüsse im Land zuletzt real um 10% gesunken. Etwas mehr als 1% der Beschäftigten des ORF steht jetzt in der politischen Debatte. Mehr Transparenz schreibt das Gesetz dem ORF vor, konkret mehr Gehaltstransparenz. Namentlich genannt werden all jene, die jährlich mehr als 170.000 Euro brutto verdienen. In Summe waren das 2023 62 Personen. Angeführt wird die Liste von Ö3-Moderator Robert Kratky mit rund 444.000 Euro, gefolgt von Pius Strobel, dem Hauptabteilungsleiter Corporate Social Responsibility und ORF-Generaldirektor Roland Weißmann mit jeweils rund 426.000 Euro. Die namentliche Veröffentlichungspflicht sieht Weißmann kritisch, da diese Transparenzregeln für keine andere öffentliche Organisation gelten. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Anteil jener Kolleginnen und Kollegen, die über der gesetzlich genannten Bruttogehaltsschwelle von 170.000 Euro pro Jahr liegen, lediglich rund 1,3% der gesamten Belegschaft im Konzern ausmachen. Die große Mehrzahl der Führungskräfte in diesem Gehaltsbereich übt eine Direktions- oder Geschäftsführungsfunktion im Konzern aus bzw. ist Hauptabteilungsleiterin oder Prokuristin. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker fordert ein, Zitat, Aufräumen bei diesen Gehaltsauswüchsen und hinterfragt Zusatzeinkommen durch Nebenbeschäftigungen. Die kritisiert auch FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker, der von obszönen Gagen spricht. Morgen wird der vollständige Transparenzbericht vom ORF im Internet veröffentlicht. Heftige Sturmböen sind heute durch weite Teile Österreichs gezogen und haben Schäden angerichtet und für Verkehrsbehinderungen gesorgt. In Kärnten und in der Steiermark waren tausende Haushalte ohne Strom. In Oberhaus bei Schladming musste ein Zug mit 90 Insassen evakuiert werden. Für die 90 Fahrgäste des Personenzugs ist hier in Oberhaus bei Schladming Endstation. Bäume sind auf die Oberleitungen der Bahnstrecke gefallen, auch die Gleise werden verlegt. Der Zug kann nicht weiterfahren, die Passagiere müssen auf den Bus umsteigen. Die zwei Insassen dieses Autos in Petersberg hatten Glück. Während der Fahrt prallt ein Baum auf die Motorhaube. Die beiden Personen und zwei Hunde bleiben unverletzt. Ein ähnliches Bild bietet Salzburg. Auf der Loferer Straße bei Unken stürzt ebenso ein Baum auf ein fahrendes Auto. Die zwei Insassen werden dabei leicht verletzt. Insgesamt müssen die Feuerwehren allein im steirischen Bezirk Liezen mehr als 100 Mal ausrücken. Am Pogusch kommt es zu einem Waldbrand. Durch den Sturm sind mehrere Bäume auf die Hochspannungsleitung gefallen. Dadurch war die Entzündung des Waldbodens und natürlich ein Waldbrand in einer Fläche von, sage ich mal, 100 mal 100 hat sich entzündet. Die starken Windböen und das unwegsame Gelände erschweren den Einsatz. Der Waldbrand kann aber schließlich unter Kontrolle gebracht werden. Marlon Brandos Geburtstag jährt sich dieser Tage zum 100. Mal. Er gilt als einer der bedeutendsten Schauspieler des 20. Jahrhunderts. Ein Rebell, der sich nicht viel aus den Konventionen Hollywoods machte und seinen eigenen Weg ging. Damit setzte er neue Maßstäbe als Charakterdarsteller und wurde zum Vorbild vieler nach ihm. Der Wilde, Marlon Brando. Er wollte eigentlich gar kein Schauspieler sein, vielmehr seine Mutter beeindrucken und wurde der Beste. Brando wurde vor 100 Jahren im US-Bundesstaat Nebraska geboren. Mit 18 Jahren ging er nach New York. 1948 stehen die Menschen am Broadway Schlange, um ihn zu sehen, sich hinreißen zu lassen von seiner Dramatik und Emotionalität. Endstation Sehnsucht wird zwei Jahre später verfilmt. 1955 bekommt Brando seinen ersten Oscar für die Rolle in Die Faust im Nacken. Der Weltstar unterstützt aktiv die Interessen der afroamerikanischen und indigenen Bevölkerung Amerikas. Als Mafia-Boss Don Vito Corleone setzte ich Marlon Brando 1972 ein Denkmal. Jetzt kommst du zu mir und sagst, Don Corleone, verschaff mir Gerechtigkeit. Aber du zeigst mir keinen Respekt.
Brando war ein Getriebener, zeitlebens verfolgt von seiner unglücklichen Kindheit, aber mit einer inneren Kraft, die sein Spiel so authentisch machte. Und wir bringen aus Anlass des 100. Geburtstags von Marlon Brando heute ab 22.30 Uhr die Dokumentation Marlon Brando, Hollywoods ewiger Rebell, und danach den Film Apokalypse Now, Final Cut, beides nach der ZIB 2 in ORF 2. Und Sigi Fink sagt uns gleich, wie wir nach diesen oft stürmischen Ostertagen in die neue Arbeitswoche starten. Wir sind auch in dieser wieder täglich für Sie da. Bis morgen also. Auf Wiedersehen.